bin wach. Hervorragend, dann kann es ja losgehen. Ne? Yeah. So, ihr kennt Tine Wittler von Einsatz in vier Wänden, aber dem Spektakel hat sie schon längst den Rücken gekehrt. Mittlerweile ist sie, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, fast alles. Sängerin, Autorin, Schauspielerin, Drehbuchschreiberin, also was auch immer, eine absolute Tausendsasserin und eine absolute Powerfrau. Doch, ne? Ist ja nicht einfach bei euch in Bremen, ne? Nee. Nee, ich wäre fast nicht gekommen, du. Ich habe die Einfahrt zum Hotel nicht gefunden. Kommt drauf an, woran das liegt, an Bremen oder... Naja, egal, lassen vermutlich wir war es eine Gemengelage. Ja. Seit ich aufs Dorf gezogen bin, Stadtverkehr macht mich wahnsinnig. Ja, das glaube ich dir. Es ist mittlerweile schon so, als hätte ich nie in Hamburg gelebt. Ja, sobald das zweispurig wird, denke ich so, oh nein, oh nein, oh nein. Dann Navi, 13 Jahre alt. Mhm. Auto auch, aber... Und Frauen hinterm Steuer noch älter. Dann hatten wir noch dazu Regen und Dunkel. Ja, das war ein Konglomerat von nicht finden können. Nee, aber ich habe es geschafft. Ich habe dann die Rezeption angerufen und die haben mich dann dreimal weitergegeben, bis sie eine Maus gefunden hatten, die sich in Bremen auskennt. Und die hat mich dann per Telefon dahin gelobt. Hervorragend. Ja. Dann können wir ja froh sein, dass du es doch gefunden hast, ne? Finde ich auch. Ich bin auch froh. Ja, das glaube ich dir. Sag mal, mit deinem Einsatz in vier Wänden, mal ganz ehrlich, Buddha bei die Fische, Handwerk hast du gerne? Nein. Aber ich dekoriere gerne. Führt zu Hause regelmäßig zu kleinen Konflikten. Okay. Weil noch während die Baustelle auf ist, fange ich schon an zu dekorieren. Ui, auf dem Putz dann. Überall, wo geht. Mm. Und dann müssen die natürlich, insbesondere der Gatte, muss dann immer alles wegräumen, was ich im Wahnsinn schon aufgebaut habe, ne? Noch bevor überhaupt fertig ist. Aber gut, das ist Passion, so ist das. Ne? Sag mal, dieses... Das war ja 10 Jahre warst du bei Einsatz in vier Wänden. Ja. Ist jetzt schon, glaube ich, 6 Jahre her. Also ich bin seit, 2019? Ich bin seit 7 Jahren fernsehfrei. Oh, Freude, da strahlt aber jemand. Naja, also ich will das ja nicht, also es war eine tolle Zeit, aber ich habe es 10 Jahre lang gemacht. Und 10 Jahre ist dann echt irgendwann auch... Reicht dann? Genug, ja. Und war das eigentlich so, dass du, bevor du jetzt sagst, das reicht, dass du gedacht hast, ich will unbedingt zum Fernsehen? Bist du entdeckt worden? Nee, oder hast du dich beworben? Das war ja quasi, ich sage immer, ich habe mich in der Redaktionskonferenz nicht schnell genug geduckt. Oh. Weil ich war ja Fernsehredakteurin. Mhm. Ne? Also ich hatte mir ja mit Bedacht den Job hinter der Kamera ausgesucht und nicht den vor der Kamera. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Also ich habe mich klassisch nicht schnell genug geduckt und dann hieß das, mach du das doch mal. Und dann wurde daraus plötzlich eine ganze Sendung und dann wurde daraus plötzlich ein Primetime-Format und dann wurden daraus 10 Jahre. Und dann dachte ich irgendwann, weiß ich jetzt auch nicht. Warum hast du weitergemacht, wenn du eigentlich dachtest, ach nö, eigentlich nicht? Die letzten 2 Jahre bin ich tatsächlich überredet worden, auch so ein bisschen. Mhm. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich es gehasst habe, ne? Das nicht. Ich glaube, dann hätte ich es auch nicht so gut machen können, wie ich es gemacht habe. Aber der Zeitpunkt aufzuhören war genau... Richtig. 10 Jahre ist eine schöne, runde Zahl. Und wir wissen ja, ich liebe runde Sachen. Und dann hat das gepasst. Sag mal, kannst du dir irgendwie den Reim drauf machen, warum so viele Jugendliche dauernd ins Fernsehen wollen? Weil es ist doch auch ein harter Job, den wir hier machen. Darüber denke ich tatsächlich oft nach. Weil ich habe die Erfahrung ja jetzt gehabt. Ne? Einmal Promi und zurück sozusagen. Mhm. Und ich denke darüber tatsächlich viel nach. Also gerade bei diesen ganzen Formaten, die es gibt, ob es DSDS ist, ob es diese ganzen Trash-Sendungen sind, wo sie sich da in ein Haus hocken und glauben, sie sind hinterher berühmt und so. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht, was diese Leute sich unter dem Leben vorstellen. Weil eigentlich, also es kommt darauf an, wie du gestrickt bist. Es gibt bestimmt Leute, für die ist das toll. Aber es gibt auch Leute, für die ist das nicht so toll. Und für die ist das eher... Schwierig. Also was ist dir unangenehm daran? Die Distanzlosigkeit der Menschen ist mir unangenehm, weil die denken immer, sie kennen mich. Mhm. Ich kenne die aber nicht, ich habe die noch nie gesehen. Trotzdem duzen die mich, trotzdem fassen die mich an, trotzdem kommen die in meinen Tanzbereich. Mhm. Das ist aber mein Tanzbereich. Ne? Wir kennen alle noch Dirty Dancing, mein Tanzbereich. Ja. Und diese Linie wird sehr, sehr oft immer noch überschritten. Denken die dann, du bist scheiße, wenn du denen irgendwie so... arrogant rüberkommst? Ja, damit musst du leben. Ne? Also du musst davon ausgehen, dass wenn du dann sagst, nee, ich möchte jetzt kein Foto mit ihnen machen, weil ich selber fühle mich auch gar nicht wohl gerade und ich möchte nicht, dass dieser Moment festgehalten wird,
dann sind viele sicherlich so, dass sie sagen, ach, die ist ja total doof oder arrogant oder hochnäsig oder so. Aber das ist so das, was ich immer denke. Ich glaube, wenn denen das dann mal so gehen würde, würden die wahrscheinlich nach 3 Tagen schreiend wegrennen. Was im Fernsehen ja auch ist, ist, dass Schönheit ja immer so ein Megathema ist. Ne? Mhm. Du liebst Rundes. Du hast, sag ich mal, eine ausgedehntere Persönlichkeit. Ja, ich wachse nur noch nach links und rechts. Ja, siehst du, wunderbar. Aber das seit Jahren und konstant. Ist einfach nur die Perspektive, oder? Aber ist das im Fernsehen nicht eigentlich völlig verpönt, wenn man 3 Kilo zu viel drauf hat? Bis 10. Ist es völlig verpönt? Das weiß ich nicht, denn wenn es so wäre, wäre ich ja nicht da gelandet, wo ich war. Ich glaube, dass die Menschen damals relativ überrascht waren, als plötzlich jemand wie ich auf den deutschen Bildschirmen auftauchte. Ich glaube aber, dass viele, insbesondere Frauen, dafür insofern dankbar waren oder dadurch was gelernt haben, als dass sie erkannt haben, ach guck mal, es geht ja doch. Hast du dich als Vorbild gesehen in dem Bereich? Nein. Wurdest du als Vorbild gesehen in dem Bereich? Ich selber mag es nicht, mich als Vorbild zu sehen, weil ich viele Fehler habe. Weil ich alles andere als perfekt bin, weil ein Vorbild zu sein sehr anstrengend ist und weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass du einfach kein perfektes Vorbild sein kannst, wenn du ein ganz normaler Mensch bist. Und ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und ich bin ein sehr konsequenter Mensch und wenn es eins gibt, was ich hasse, wirklich hasse, ist es Doppelmoral. Und sobald mir das begegnet, werde ich gallig. Und wenn ich mich selber als Vorbild sehen würde, müsste ich jeden Tag mit mir selber gallig sein, weil ich dann diesen Ansprüchen weder meinen noch denen der anderen nicht gerecht würde. Aber ist Vorbild nicht auch Inspiration geben? Einfach, um das, wenn jemand dich jetzt als Vorbild nimmt, denkt er, oh, wenn die das kann, wenn kann jemand zu mir sagt, du inspirierst mich, dann finde ich das toll, dann finde ich das fein. Aber ich unterscheide zwischen Vorbild und Inspiration. Mhm. Vorbild ist für mich, so will ich auch sein oder das und das versuche ich zu erreichen. Und Inspiration bedeutet für mich einfach ein Füttern, wenn du so willst, vom Geist her, mit vielleicht einem Perspektivwechsel oder mit einer Option oder mit der Möglichkeit von etwas. Aber nicht so dieses Abziehbild oder diese, an Vorbilder hast du ja auch Erwartungen. Mhm. Wer Vorbild ist, büßt Freiheit ein. Und das steht mir nicht. Freiheit ist ein sehr hoher Wert von dir, oder? Freiheit ist der Wert für mich, ja. In allen Bereichen? In allen Bereichen, ja. Wie lebst du den? Indem ich keine Kompromisse eingehe, indem ich darauf achte, mich nicht abhängig zu machen, indem ich bestimmte Mechanismen hinter mir gelassen habe. Zum Beispiel? Zum Beispiel den Wunsch, von anderen als schön wahrgenommen zu werden. Ich bin nicht auf der Welt, um von anderen schön gefunden zu werden, sondern ich bin auf der Welt, um mit dem, was ich zwischen den Ohren habe, was zu bewegen. Und zwar im Idealfall das, was ich bewegen möchte. Mhm. Was ich auch hinter mir gelassen habe, ist konsumieren zu wollen oder zu müssen. Ich habe festgestellt, dass ein höherer Lebensstandard dich unglaublich unter Druck setzen kann, wenn du versuchen musst, den dann zu halten. Für andere oder für dich selber auch? Auch für dich selber, natürlich. Ich habe gelernt, dass mich Konsum nicht glücklich macht. Ich habe auch gelernt, dass mich Geld nicht glücklich macht. Ich bin am glücklichsten, wenn ich so viel habe, dass ich ruhig schlafen kann bis zum nächsten Monatsende. Das reicht mir. Und sobald ich dann an dem Monatsende stehe, dann muss ich halt wieder was machen. So, ne? Aber ich bin niemand, der, mich kannst du nicht kaufen. So kann man es vielleicht sagen. Und das ist ja sicherlich mit auch ein Grund, warum ich eben keine Fernsehsendung mehr moderiere. Ne? Weil natürlich kamen
Angebote. Ja, du sagst ja sozusagen, um Gottes Willen, nie wieder Fernsehen. Naja, ich habe da tatsächlich einen Cut gemacht, weil wir sind ja hier unter uns. Auf jeden Fall, nur wir. Das, was dann kam, war auch echt unterirdisch. Ne? Also da hätte ich mich vor mir selber gegruselt, wenn ich das gemacht hätte. Aber sag mal, Fernsehen, wenn du von Doppelmoral sprichst, ne? Ist das nicht auch etwas, was dich da sehr genervt hat? Oder ist das alles gelogen, dass da gar keine Doppelmoral herrscht? Gut, also zwei Sachen. Wenn wir es auf das Format beziehen, das Format war ein gutes Format. Sonst hätte ich es nicht 10 Jahre gemacht. Das heißt, da gab es tatsächlich von den Inhalten her keine Doppelmoral. Ja, wir haben keine Möbel wieder ausgebaut. Das war auch kein Fake oder so, sondern das war real. Was es tatsächlich gibt, ist die Doppelmoral in dem Bussi-Bussi-Geschäft. Ne? Mhm. Also wenn man sich dann trifft auf irgendwelchen Preisverleihungen, ist man gut Freund und alles tatütata und lalülala. Und 3 Tage später ist aber auch schon wieder... Wer ist das? So. Also ich habe da keinen Halt gefunden. Mhm. Und um das zu illustrieren, kann man vielleicht... Also ich habe ja diese Sendung 10 Jahre gemacht. Ich habe bis heute keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem, der dort im Team war. Ach krass. Ja. Das finde ich weil erstaunlich. Weil das einfach, naja, das ist dann einfach irgendwann so, die machen alle weiter ihren Weg, ich gehe meinen Weg. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht freuen würde, die irgendwann irgendwo mal wieder zu treffen, klar. Aber da ist keine Verbindung, die dich irgendwie durchs Leben begleitet. Mhm. Das ist halt Beruf, das ist halt Job. Mhm. Das sind halt einfach dann Kollegen. Ist es auch so, dass es schwierig ist, oder hattest du die Schwierigkeit, zwischen Freund und, ich sag mal, Nutznießer zu unterscheiden? Ja, ich habe durchaus 2, 3 schlechte Erfahrungen gemacht. Das will ich nicht abstreiten. Bin heute aber froh, dass ich die gemacht habe, weil die wiederum zu meiner heutigen Freiheit geführt haben und dazu beigetragen haben. Und das war eine ganz wichtige Erfahrung. Man spricht ja immer von Lebenserfahrung. Ja. Und die konnte ich dadurch sammeln. Und das hilft mir heute weiter. Kannst du heute besser das ausloten, wie jemand drauf ist oder wie er auf dich zukommt? Ja. Also ich habe heute Alarmglocken, die hatte ich früher nicht. Und ich habe Gott sei Dank, also bei mir hat eigentlich jeder immer so einen Vertrauensvorschuss. Mhm. Und den will ich eigentlich auch nicht dran geben. Aber das Leben hat mich gelehrt, dass nicht jeder diesen Vertrauensvorschuss verdient hat. Mhm. Und deshalb musst du irgendwann dir dein eigenes System entwerfen, wie du damit umgehst. Mhm. Ne? Also ich war durchaus naiv, bin das teilweise immer noch, was einfach mit diesem Vertrauen zusammenhängt, dass ich anderen Menschen entgegenbringe. Aber es gibt ein Alarmsystem und ich habe einen Mann an meiner Seite, der beste Menschenkenner der Welt ist. Und bei uns läuft das echt so, wenn hier auch in meiner Kneipe, ne, der guckt sich die Leute an und dann sagt er, pass auf, Hitlerin, gut, nicht gut, gut, nicht gut, gut, nicht gut. Ach, tatsächlich? Und der hat recht. Das ist mal das cool. Das ist krass, oder? Den lässt du mal einmal durch deine Kundschaft saugen, oder? Naja, die Zeit haben wir jetzt nicht, das mit jedem Ganzen. Aber er unterhält sich ja auch und der hat irgendwie so eine ganz bestimmte, also der ist auch nicht so quirlig wie ich, der ist ganz zurückhaltend. Mhm. Und das ist so der stille Beobachter im Hintergrund. Mhm. So, ne? Die stille Eminenz, die graue Eminenz im Hintergrund. Obwohl er blond ist, aber egal. Das wird irgendwann grau. Und der ist dafür toll, weil der mich auch lehrt, weil ganz, ganz oft bewahrheitet sich das dann im Nachhinein. Ich sage dann, nee, ist doch total nett und so, was willst du eigentlich? Und im Nachhinein stellt sich raus, aha, er hatte doch recht. Und dadurch kann ich meine Antennen verfeinern, absolut. Du kannst das dann besser abgleiten, weil du weißt, wenn das so und so ist, das als Erfahrung absteigt. Ich kann davon lernen, genau. Und das ist gut. Also das ist noch der zweite Wert übrigens, wo du nach Werten fragtest, also Freiheit und immer dazulernen ist das zweite wichtigste Ding in meinem Leben. Du hattest eben gesagt, Geld interessiert dich eigentlich nicht die Bohne. Mal ganz ehrlich, man würde vermuten, dass du 8 Schweizer Konten hast? Zum Beispiel. Man würde doch sagen, nach 10 Jahren Primetime, du könntest locker jetzt erstmal nichts machen. Nee. Das geht tatsächlich nicht. Nee, das geht nicht. Okay, wieder eine Illusion zerstört, Tine. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber wie gesagt, ich bin Künstlerin. Mhm. Und es gibt wenige Künstler, die tatsächlich von dem, was sie machen, in Saus und Braus leben können. Mhm. Ne? Also ich spiele hauptsächlich auf Kleinkunstbühnen.
Das bedeutet, keine Ahnung, 50, 80, 140, vielleicht auch mal 200 Mann. Damit machst du dir nicht die Taschen voll. Mhm. Ja. Und das ist auch nicht mein Bestreben. Natürlich habe auch ich ein Bedürfnis nach gewisser Sicherheit. Ich bin ein sparsamer Mensch. Mein Auto ist 13 Jahre alt. Das Fachwerkhaus ist immer noch löchrig wie ein Schweizer Käse, weil da müsste man dann doch jetzt gerade noch sehr viel reinstecken. Also klar gucke ich, dass ich immer so ein kleines Polsterchen habe, wenn ich mal auf die Nase falle, dass da was ist. Mhm. Aber ich bin mittlerweile tatsächlich eine stringente Sparerin. Und sehe zu, dass ich meine Fixkosten so gering halte wie möglich. Ich habe zum Beispiel gerade meinen Handyvertrag gekündigt, nach 25 Jahren. Vodafone weint und ruft jeden Tag an, ob ich nicht doch bleiben will. Hm. Nein, möchte ich nicht, weil da, wo ich jetzt wohne, ist eh kein Empfang. Dann bringt es auch nicht. Was soll ich mit einem Handyvertrag für 60 Euro im Monat? Weißt du, da hole ich mir so eine Call-Ja-Dingsbums-Karte und fertig ist. Also ich habe auch kein Smartphone, ja. Ich habe ein Clubphone aus dem Jahr 1998. Wo hast du das denn herbekommen? Ich habe tatsächlich, das ist ein bestimmtes Modell, das ich sehr liebe. Ach so. Damit kann ich vor allen Dingen blind beim Autofahren SMS schreiben. Und das haben wir jetzt nicht gehört. Kein Wunder, dass du den Weg nicht gefunden hast, wenn du da an rumtippst. Das ist jetzt unfair. Das ist jetzt unfair. Mann. Also das ist ein Modell und ich habe damals tatsächlich alle Gebrauchtbestände, die es in der ganzen Republik noch gab, aufgekauft für einen Apfel und ein Ei. Ach so. Das war vor ungefähr 8 Jahren. Ja. Da war das schon ein Auslaufmodell. Und jetzt habe ich noch ein Ersatzteil in der Schublade. Meistens halten die so zwischen 3 und 5 Jahren. Mhm. Der Akku hält 3 Wochen. Mhm. Immer wenn ich früher in meinem Laden in der Bar das Ding auf, der Vorteil ist, wenn du das Modell so lange, ich habe ungefähr 18 Ladegeräte. Ne? Ach so. Nee, das klaut auch keiner, das kannst du überliegen lassen. Ja. Die Leute halten das für einen Autoschlüssel oder für einen Kompaktruder oder für eine kleine irgendwas. Da kommt kein Mensch drauf, dass das ein Telefon ist. Aber wenn das jetzt, also da habe ich nur noch eins in der Schublade und dann muss ich, und da ist der Weichmacher schon so raus, weißt du, weil das so alt ist. Das bröselt schon. Das bröselt, also wenn ich dann das neue, alte aus der Schublade hole, dann bröselt das so 3-4 Wochen, bis sich in der Handtasche genug Dreck drumherum gebildet hat. Vielleicht versuchst du Gaffertape. Und dann kannst du es wieder in die Hand nehmen, ohne dass es dir an der Hand klebt. Aber es braucht so 3-4 Wochen, bis sich diese Staubschicht... Also da ist richtig Methode dahinter. Ja, ich weiß mittlerweile, wie... Ja. Sag mal, viele aber suchen sich ja durch Geld Anerkennung. Wo kriegst du deine Anerkennung? Was ist für dich wichtig? Wo kriege ich meine Anerkennung? Auf der Bühne natürlich. Mhm. Es gibt tatsächlich nichts Schöneres für mich, das Gefühl zu haben. Ich stehe auf der Bühne, die Leute haben sich einen Abend Zeit genommen, um den Abend mit mir zu verbringen. Das ist, finde ich, die größte Anerkennung eigentlich fast schon, die du kriegen kannst. Weil wenn Menschen Zeit mit dir verbringen, das ist ihre Lebenszeit. Die könnten auch was anderes machen. Mhm. Das ist für mich Anerkennung. Anerkennung, ich ziehe auch Anerkennung aus mir selber. Ich mache mir Etappenziele und dann klopfe ich mir aber auch sehr auf die gut. Schulter, ne, wenn ich das geschafft habe. Mhm. Aus meiner Familie natürlich. Und das reicht dann fast schon. Also... Wie gehst du damit um, wenn jemand schlecht über dich redet oder Shitstorm verbreitet? Oh, da hatte ich lange mit zu tun. Da hatte ich lange mit zu kämpfen, das dahin zu stecken, wo es hingehört, nämlich unter Stuss abbuchen und ignorieren. Mhm. Aber als ich jünger war und gerade in der Anfangszeit von Einsatz in 4 Wänden, war das für mich ganz, ganz, ganz schwierig. Hasskommentare über mich zu lesen oder auf der Straße Dinge hinterhergerufen zu bekommen. Das war schwer. Das musste ich wirklich lernen durch eine harte Schule, die mittlerweile abgeschlossen ist, Gott sei Dank. Also mittlerweile kann ich... Mit Diplom. Dahin, mit Sternchen. Ja. Kann ich es dahin stecken, wo es hingehört. Aber es war ein langer Weg. Mhm. Hattest du Sachen, wo du dachtest, da kommst du nicht drüber weg? Oder wie wolltest du da reagieren? Nee, also hatte ich Sachen da... Nee, ich habe das einfach nicht verstanden. Ich habe mich immer gefragt, wie muss ein Mensch ticken, der sich so über andere Menschen... Also auch nicht nur über mich. Mir geht es teilweise auch so, wenn ich das über Kollegen lese, was die mitmachen. Mhm. Oder gerade, wenn wir uns angucken, was jetzt mit den Kommunalpolitikern geschieht oder so. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich habe mich dann viel damit beschäftigt, was muss im Leben von jemandem passiert sein, dessen Ventil so etwas ist, weil das ist ja tragisch, das ist richtig. Und wenn du jemand bist, der anders erzogen worden ist,
dann verstehst du das nicht. Und ich bin jemand, der den Dingen auf den Grund gehen möchte. Und deshalb habe ich damit sehr viel Zeit verbracht und auch zu viel Zeit. Das haben die alle gar nicht verdient. Ne? Aber diese Neugierde und dieses Verstehen wollen hat dann halt doch auch Zeit gekostet. Das ist auch dieses, was du am Anfang sagtest. Ne? Die Leute tun so, als ob sie dich, oder die denken, sie kennen dich, du kennst sie gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch diese Doppelwahrnehmung. So wie du dich selber wahrnimmst, wie du weißt, wie du bist. Und dann jemand, der etwas über dich sagt, was gar nicht mit dir in Resonanz geht, oder? Also viele von uns, und das tun ja auch teilweise tatsächlich die Medien, also da gibt es ja auch viele schlechte Vorbilder, urteilen sehr schnell und sehr unbedacht über andere Menschen. Mhm. Und ja, ich tue es nicht, das ist mir auch ganz wichtig. Ich habe mich dazu erzogen, so etwas noch nicht mal mehr zu denken, sondern ich denke immer, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, ich stelle immer die Gegenfrage und denke, ja, überleg mal, was, ne, natürlich viele von uns lästern gern, so, aber warum lästern wir über andere, damit wir uns selber besser fühlen? Nichts anderes ist der Grund. So funktioniert jede Klatschsendung, so funktioniert die Yellow Press, so funktionieren diese ganzen, jede Talkshow im Grunde funktioniert, jetzt hier natürlich Anwesende immer ausgenommen, aber im Grunde ist das das Prinzip, das dahinter steckt. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann hast du eine Möglichkeit, diese Mechanismen zu verlassen. Das ist das Wichtige am Verstehen. Wenn du es verstehst, kannst du es beherrschen, dann kannst du es selber für dich so wahrnehmen oder damit so umgehen, wie du das möchtest. Aber dafür musst du nachdenken, dafür musst du dir Zeit nehmen und Fragen stellen und dich damit beschäftigen und eine eigene Haltung dazu entwickeln. Deine eigenen Werte auch klar haben. Genau, oder? Und das tust du halt auch erst ab einem bestimmten Alter. Darf man sich auch nichts vormachen. Ne? Ich bin auch nicht so auf die Welt gekommen. Mit 25 war ich ganz anders. Aber du hattest schon immer so ein Urvertrauen, oder nicht? Ja. So, ja. Und hat dich das getragen? Und immer einen riesigen Freiheitsdrang. Also Urvertrauen und Freiheitsdrang und dadurch auch immer eine ziemlich große Risikofreude. Ne? Ich war nie ängstlich oder ich bin immer voll rein und wenn ich auf der Schnauze gelandet bin, dann war das halt so. Ne? Ist das sozusagen der, ja, so deine Initial- oder deine Basis für deinen Erfolg, dieses Urvertrauen? Ist das die Basis für meinen Erfolg? Also ich hoffe, dass ja auch ein bisschen Talent dabei ist. Das wäre schön. Ja, ja. Aber es spielt sicherlich auch eine Rolle, weil du dadurch tatsächlich mutig und risikobereit wirst. Also ich habe von meinen Eltern nie gehört, dafür bist du zu klein, zu doof, zu dick. Sondern die haben mich tatsächlich immer bestärkt in allem, was ich machen wollte, ohne mich zu pushen. Sondern sie haben mir die Entscheidung überlassen. Und ich wusste aber ganz genau, selbst wenn ich auf die Schnauze falle, dann sind sie da. Hm. Und sie lieben mich, egal wie ich aussehe, egal wie viel Geld ich verdiene, egal welchen Job ich mache, egal das. Und daraus ziehst du natürlich ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Mut, eben auch Dinge einfach zu machen. Wenn du ständig nur zu hören kriegst, du bist scheiße oder du bist doof, dann machst du das nicht, weil dann richtest du deine Antennen, da kommt dann wieder dieser Wunsch zu gefallen ne? Und eine falsche Form der Anerkennung vielleicht zu gewinnen. Was ist dein größtes Wagnis? Was ist dein Risiko, was du eingegangen bist, wo du dachtest, wow, da habe ich jetzt auch Respekt vor? Nee, da stecke ich ja noch mittendrin. Das ist tatsächlich das Projekt, das ich jetzt angefangen habe vor kurzem. Also ich habe ja vor 2 Jahren Hamburg verlassen. Und bin ins Wendland gezogen. Nach 25 Jahren Hamburg verlassen, bin ins Wendland gezogen, in ein 60-Einwohner-Dorf und habe dort die alte Dorfkneipe übernommen und betreibe diese auch heute weiter als Dorfkneipe und etabliere dort gleichzeitig eine Kleinkunstbühne. Also, Tine, ich würde sagen, du gibst uns jetzt einfach mal ein Ständchen, oder? Erstmal bis hierhin. Vielen Dank, Tine Wittler. Ja. Dankeschön. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann abonniert uns auf Facebook und auf YouTube, damit ihr immer informiert seid. Und jetzt hören wir Tine Wittler mit dem Song Gerüchteküche aus ihrem aktuellen Chanson- und Kabarettprogramm Lokalrunde Tresenlieder schlückchenweise. Und in dem Song geht es darum, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wenn nämlich Leute
doof hinter einem herreden. Viel Spaß! Was? Ich stehe auf Frauen jetzt. Ach nein, war ich nicht schwer verletzt. Quatsch, besser noch, ich bin längst blank. Die Info ist eine sichere Bank, berichtet jemand, der mich kannte. Angeblich eine entfernte Tante, und die echt war, hat alles Wissen, um mich kreuz und quer zu dissen. Mein Mann, der muss mich Schugge sein. Wer lässt sich denn mit sowas ein? Wie ich aussehe, was ich trag, wie ich niemandem behag. Lügen, Klatsch, Abscheulichkeiten lassen sich so gut verbreiten, bescheren einen Funken Lust im Dickicht voller Neid und Frust. Und ob die Wahrheit oder nicht, das sagt dir gleich das rote Licht. Denn Kamerakind sind heute alle, besonders halt in diesem Fall. So sitz ich da und höre Sachen, die mich ganz betroffen machen. Ich wusst ja gar nicht, wie ich bin. Am besten nehm ich's einfach hin. Wer grad kein Leben für sich sieht, wer selber keine Kreise zieht, urteilt am liebsten unbesehen, köpft andere im Vorübergehen. Verheerend wird's, wenn was gerochen, dann noch bildlich ausgesprochen. Gedrucktes wird wohl Wahrheit sein. So kriegt die Dummheit Anstand klein. Mich stört's nicht mehr, ich mach mein Ding. Und wenn ich jetzt darüber sing, kommt sicher bald, wie doof das sei. Mir ist es gleich, ich bin so frei. Und ob die Wahrheit oder nicht, das sagt euch gleich das rote Licht. Denn Kamerakind sind heute alle, von Hamburg City bis nach Malle. Ja, Kamerakind ist heute Jöder, das macht die Menschheit nur noch blöder. So ist. Vielen Dank. Wunderbar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. So, spielen wir jetzt eine Runde Karten, ja, oder? Ja. Ah ja, okay. Ja. Pass auf, wird ja bei mir in der Dorfkneipe auch gerne gespielt. Ehrlich? Was ne? denn? Ja, ich habe meine Leidenschaft fürs Spielen wieder entdeckt. Knobeln. Neulich habe ich sogar gewonnen. Da mussten die anderen mir mal einen ausgeben. Das war ganz schön. Nee, dies ist ein Kartenset. Da sind 150 Worte auf jeder Karte 1. Oh Gott. Und zwar alles Worte, die im deutschen Sprachgebrauch als Werte gelten. Okay. Das ist meine ganz persönliche Wertekartenbox. Und da darfst du jetzt 3 von 10, aber erstmal nur 1. Ups, dann die will schon zu dir. Will sie tatsächlich? Ja. Und? Oh, schöner Wert. Fairness. 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 Was hat der denn mit dir zu tun? Ja, auch viel. Ich verstehe immer Leute nicht, die unfair sind. Und versuche selbst immer fair zu sein. Hoffe auch, dass mir das gelingt. Und da könnte man eigentlich auch ein bisschen mehr Augenwert drauflegen. Ne? Also so in einer Ellbogengesellschaft und so wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man diesen Begriff, der ja im Sport sehr oft vorkommt, einfach auch noch mal ins richtige Leben überträgt. Ja, ne? Genau. Finde ich super. Ja. So, zweiter Wert. Ah, die will richtig. Okay.
Oh, ja, ich hab's geahnt. Ehrlichkeit. Oi! Ja, ganz wichtig. Also für mich jedenfalls kann man auch oft mit anecken. Viele Leute bezeichnen sich ja immer als ehrlich, sind es aber gar nicht, habe ich festgestellt. Mit Ehrlichkeit kann man, glaube ich, auch verletzen. Genau. Bei Ehrlichkeit sollte man sich auch vielleicht gut überlegen, wie weit diese Ehrlichkeit geht. Genau, wollte ich dich gerade fragen. Lebst du sie immer zu 100% oder gibt es manchmal Abstufungen? Weil, wie lebst du Ehrlichkeit? Sagst du jedem sofort alles ins Gesicht, ungefragt? Oder nur, wenn man gefragt wird? Das ist nämlich ein heikler Wert, so ein bisschen. Ja, aber also ich persönlich kann nicht anders. Ich trage mein Herz auf der Zunge. Mhm. Und auch das ist etwas, wo ich mich noch im Lernprozess befinde, das vielleicht nicht immer gleich und sofort zu tun, weil auch das ist etwas, was missbraucht werden kann. So, und ansonsten, ja, Ehrlichkeit von anderen Leuten, weiß ich nicht. Also ich bin ja jetzt da in dieser Dorfkneipe die Wirtin. Und diese Leute da, die Wendländer, die haben so eine unglaublich direkte Art. Also die fragen dich auch alles. Ne? Da gibt es keine Grenze irgendwie, auch wenn du die eigentlich gar nicht kennst. Du bist halt die Dorfkneipenwirtin und du bist die Wittlerin und die wird halt gefragt so. Und irgendwie finde ich das ganz schön, weil das hat so eine Unbedarftheit irgendwie. Und das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes, weil das mir auch das Gefühl gibt, dass sie mich nicht anders behandeln als die anderen. Mhm. Und das ist toll. Und, also dein Fame spielt da gar nicht so eine große nein, Rolle. Das ist auch das, warum ich mich da so wohlfühle. Mhm. Und also ich hatte ja 15 Jahre in Hamburg meine Bar, die Parallelweltkulturbar. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren dort auf dem Dorf und ich habe, glaube ich, in diesen 2 Jahren auf dem Dorf schon mindestens so viele tolle, intensive, ehrliche Gespräche geführt wie in 5, 6, 7 Jahren in Hamburg. Dein dritter ja. Wert. Einen haben kommt wir noch. Ja noch einer. Hast du das fotografiert? Nein. Alles wird festgehalten. Oh, Macht. Schön. Geht mir am Arsch vorbei. Geht mir echt original am Arsch vorbei. Ich glaube nicht, dass der Mensch dafür gemacht ist, Macht positiv zu nutzen. Ich glaube, dass Macht die Leute dazu verleitet, Mist zu bauen und sie falsch einzusetzen. Ist es nicht so, dass Macht den Charakter zeigt, anstelle verdirbt? Da ist bestimmt was Wahres dran. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Ich finde, ich persönlich finde, Macht ist nichts Erstrebenswertes. Und ich glaube, die Leute, die Macht erlangen, sind oft die Falschen. In deiner Dorfkneipe dort, mit deinem Kleinkunstprogramm, wie machst du das alles? Also wie kreierst du das? Also deine Songs, die schreibst du ja auch selber. Ja, ne? Ja. Woher kommt diese ganzen Sinnesergüsse sozusagen? Aus mir raus, das erklärt vielleicht auch meine Körperform. Da sind überall noch Ideen gespeichert. Ja, endlich wissen wir, wo es herkommt. Und wir wissen, Kreativität wiegt schwer. Richtig, ne? Also, richtig. Ja, das kommt tatsächlich alles von aus mir raus. Also, ich bin zum Beispiel totaler Nachtmensch. Der Wendländer, der kommt gerne früh in die Kneipe. Ne? So 18 bis 21:30 ist so die Kernzeit. Und dann ist der Wendländer gerade unter der Woche auch müde. Und dann kann ich, also ich mache das alleine da, diese Dorfkneipe. Ich schenke selber aus, ich mache selber sauber, ich koche selber das Essen. Ich habe keine Angestellten. Wenn ich da bin, ist auf. Wenn Mutti on Tour ist, ist zu. Und wenn die dann weg sind, dann beginnt meine Kreativzeit. Das ist dann so die Zeit von 22 Uhr bis... Letzte Woche gab es einen Abend, da bin ich um 5 dann ins Bett. Ui. Aber dann, das ist meine Zeit zum Schreiben, zum Komponieren, zum Nachdenken, zum, ja. Es hat alles mit Buchstaben eigentlich bei dir zu tun, ja, ich oder? Bin totale Buchstabenfetischistin.
Das ist tatsächlich, also ich kann an keinem Plakat vorbeigehen, ohne stehen zu bleiben. Ich lese sogar das Kleingedruckte auf Speisekarten. Nicht, weil ich eine Allergie habe oder so. Ich bin, glaube ich, heutzutage der einzige Mensch ohne irgendwas. Ich habe weder Laktose noch Gluten noch vegetarisch noch vegan noch, also mir kannst du alles vorsetzen. Mhm. Ich lese alles. Und vielleicht hasse ich deshalb das Smartphone auch so sehr und diese ganzen, weißt du, das muss alles immer nur möglichst kurz und möglichst blinky-blinky und mit Bild dabei und so. Aber das Tollste ist doch, sich zum Beispiel in einen Text zu vertiefen und daran rumzuknabbern und zu gucken, wie schön oder auch unschön die Worte aneinandergereiht sind und was der das geschrieben hat, sich vielleicht dabei gedacht hat und so. Also ja. Jede Kunst, die ich mache auch bildende Kunst. Mhm. Und du bist ja sogar Beauftragte, ne? Du förderst junge Künstler. Ja, auch das. Also. Und auch in meiner bildenden Kunst kommen immer Buchstaben vor. Mhm. Also im Moment habe ich zum Beispiel ein Kunstprojekt, da arbeite ich mit den guten alten Scrabble-Buchstaben. So. Oder mit Bierdeckeln aus meiner Kneipe, wo ja. Da ja auch immer was draufsteht, ne? Ja. Hier, Gerdi, drei Weizen und so. Ja. Also kann man tolle Sachen mitmachen. Ja. Unglaublich. Wo können wir dich denn mal sehen? Oder was hast du noch vor? Du schreibst Bücher, du singst, du bist als Schauspielerin. Du genau, hast ein Mann-Stück und ein neues Buch ist in der... Was können wir von dir noch erleben? Warte mal, was haben wir denn jetzt alles aktuell? Also aktuell ist Lokalrunde Tresenlieder Schlückchenweise. Tresenlieder Schlückchenweise, das ist das Chansonprogramm. Damit bin ich bundesweit auf Tournee. Dann gibt es Die Prinzessin und der Horst. Das ist mein allererster Roman gewesen aus dem Jahr 2002, der gerade eine große Renaissance erfährt. Wir haben daraus ein Personenstück gemacht, in dem ich also nicht nur die Prinzessin spiele, sondern auch den Horst und alle anderen, die es da noch so gibt. Dann bin ich ab nächstem Herbst unterwegs. Die Proben fangen jetzt an mit einem weiteren Ein-Personenstück mit dem schönen Titel Halbnackte Bauarbeiter. Na, wir kommen alle ins Wendland doch. Naja, ich sag ja nicht, dass da auch halbnackte Bauarbeiter drin vorkommen. Ne? Okay, wir kommen doch nicht. Das künstlerische Freiheit. Ins Wendland dürft ihr trotzdem gerne kommen. Genau, dann schreibe ich an einem neuen Buch, gerade übers Wendland und was passiert, wenn du nach 25 Jahren Großstadt in so eine Antikhütte ziehst, in einem 60-Einwohner-Dörfchen. Dann gibt es noch Wiene. Wiene Tittler ist meine Doppelgängerin. Und Wiene kann man buchen so als die Jane. Ne? Wiene hat immer so ein buntes Hippie-Kleid an, die wohnt auch bei mir. Man sieht uns selten zusammen, aber das ist so unterschiedlich. Seid, ne? Ja, naja, wir sind uns schon sehr ähnlich, aber also die Ähnlichkeit ist frappant. Ne? Also Wiene hat viele Jahre gut von ihrem Job als Marktführerin im Segment der Tine Wittler-Doubles gelebt. Ah, okay. Und jetzt habe ich mich ja zurückgezogen. Jetzt macht und sie das ein bisschen weiter. Jetzt kommt Wiene nach vorne und gibt richtig Gas. Und Wiene ist Botschafterin für Liebe und Frieden. Und hat auch ein eigenes Lied und dann hat sie mir ihre kleine rosa Babygitarre dabei und dann macht sie Stimmung. Ne? Okay. Das haben wir auch noch. Dann gibt es noch die Kneipe und, und die Kleinkunstbühne und das war's, glaube ich. Und ich hoffe... Ach so, nee, mit dem Dokumentarfilm bin ich ja auch immer noch unterwegs, ne? Von damals. Aber das ist schon ein älteres Projekt. Mit dem Schönheitsideal. Genau, genau, genau. Das gibt's genau. Auch noch und dann reicht auch erstmal. Gut, und ich hoffe, das können wir alle auf deiner Webseite nachgucken, gell? Ja, jetzt hätte ich fast gesagt, wienetittler.de. Also wienetittler.de könnt ihr auch aufrufen, da könnt ihr euch Wiene mal angucken. Schönen Gruß. Und ansonsten www.tinewittler.de/live, da gibt es alle Termine und da kann man sich auch alle Programme nochmal angucken. Also jetzt das Plakat zumindest. Und Wittlerins Wohnzimmer, das Programm kann man sich dort angucken. Ansonsten bin ich auch bei Facebook, aber nur beruflich. Okay. Ja. Vielen Dank, Tine Gerne. Wittler. Dankeschön. Gerne. So, und jetzt hören wir noch einmal Tine Wittler mit dem Song Rauchzeichen, auch aus ihrem Chanson-Kabarett-Programm Lokalrunde Tresenlieder Schlückchenweise. Und Leute, kennt ihr das? Ihr habt gerade mit eurem Lover Schluss gemacht und ihr sitzt da zusammen und denkt, oh, wenn wir jetzt aufstehen, dann ist echt vorbei. Viel Spaß mit dem Song. Thank you.
Schwaden ziehen wie Wolken durch den Raum. Sie füllen und verbinden ein blauer, sanfter Flaum. Schon lang müsste ich gehen, der Morgen ist erwacht. Du machst die Zeit stillstehen mit dem, was du gesagt. Lass uns noch eine rauchen, die Zigarettenlänge noch. Wenn wir uns nicht mehr brauchen, Erinnerung bleibt mir doch. Die Liebe ist verblüht, du seufzt, es sei vorbei. Das Einzige, was noch glüht, ist deine Heuchelei. Sprichst laut von einem Band, das sicher bleiben wird. Nur dass der Fortbestand dich gar nicht interessiert. Lass uns noch eine dampfen, gib noch mal 10 Minuten drauf. Dann geh und wir entkrampfen den Diskussionsverlauf. Wochen später sitz ich wie früher wieder hier. Mein Gefühl war richtig, hast dich schlichtweg radiert. Ich werd noch eine qualmen, der Zigarettenlänge Kunst. Mein Wunsch, dich zu zermalmen, löst bald sich auf im Dunst. Ich werd noch eine Quarze, der Zigarettenlänge Kunst. Mein Drang, dich zu verarzten, löst sich dann auf im Hier geblieben. Die 2 Minuten hältst du mit mir jetzt auch noch aus, ne? Ja, warte, komm, so ist das einfacher für dich, Mäuschen. Was denn? So wie Oma und Opa? Ja. So wie Oma und Opa? Ja, ja, gut. Oder wie Dick Frage, und Doof oder wie Waldorf und Stadler? Also bei Dick und Doof brauche ich jetzt nicht fragen, aber wer ist Oma und wer ist Opa? Okay, ich mache Opa. Ich habe die kurzen Haare wie Opa. Ihr Lieben, es war ein toller Abend. Ich freue mich, dass ihr alle da wart. Vielen, vielen Dank an euch als Publikum. Dankeschön. Natürlich nochmal einen Hammerapplaus für Tine Wittler. Und ich freue mich, wenn es das nächste Mal wieder heißt: Butter bei die Fische! Woo!